Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, Patrick, euer Kandidat für den Landtag Baden-Württemberg. Gewählt wird dieses Jahr im März. Und heute mal wieder mit dem Thema erneuerbare Energien. Überall in Deutschland werden Solaranlagen erstellt und Windräder aufgestellt. Und überall spricht man darüber, dass wir 100% unserer Energie, die wir benötigen, mit Erneuerbaren produzieren sollen. Hier nun ein klares Statement von mir. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, sicher und stabil Strom zu produzieren, zu speichern und Deutschland damit autark zu versorgen. Ich glaube das nicht. Die Niederlande mit 17, fast 18 Millionen Einwohnern und viel Wind, Flach- und Meeresküste stellt fest, dass sie ihre Energie nicht mit Sonne und Wind produzieren können und steigen wieder um auf die Kernenergie. Und sie wollen 10 neue Reaktoren bauen in diesem sehr kleinen Land. Warum 10 Reaktoren für 17 Millionen Menschen? Nun, weil natürlich ein kleinerer Reaktor wesentlich einfacher zu handeln ist als ein großer. Viele Länder um uns herum steigen wieder in die Kernenergie ein. Da gehört auch Japan dazu. Ich weiß, das ist ein Thema, das in Deutschland ein absolutes Tabu ist. Da darf man nicht drüber reden. Mir hat ein Politiker aus dem Bundestag gesagt, warum willst du einen Krieg führen, den du nicht gewinnen kannst? Ich will gar keinen Krieg führen. Ich will nur meine Meinung sagen. Und meine Meinung ist, ich glaube, wir schaffen das nicht ohne Kernenergie. Oder vielleicht doch, indem nicht wir die Kernenergie produzieren, sondern eben die anderen. Die Niederlande, Frankreich, Tschechien, Polen. Das ist völlig in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist, ist sich hier als Moralapostel aufzuspielen und zu sagen, wir machen sowas Böses nicht und dann den Strom dort zu holen. Das ist in meinen Augen nicht in Ordnung. Meine Partei hat eine Beschlusslage und diese Beschlusslage sagt, raus aus der Kernenergie. Ich habe eine Meinung und die sagt, wir brauchen das, ich möchte in der Kernenergie bleiben. Ganz einfach. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr kommentiert, wenn ihr vielleicht sogar mit mir schimpft, euch freut, dafür seid, dagegen seid, völlig egal, abonniert meinen Kanal, ich freue mich auf euch.